Hallo und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Hier immer noch in der, ich weiß gar nicht, wie das Gebiet heißt, irgendwas mit Wasser. Malstromgipfel. Ach ja, genau, es war doch nicht mit Wasser. Mit Gebirge. Oh, war's. Level up! Nice. Ich brauche noch 2,5 Balken. Na. Das ist noch ein Level. Dann halt können wir wieder storyen. Jo. Geil. Hier, Zitteraal, ja, kann der Gott dazu? Wo bist du eigentlich hin? Ich weiß es nicht, du bist hier fast ganz weit weg von mir. Ja, sehe ich. In Questur muss man anscheinend unter Wasser töten, oder was? Ja. Ah, ich verstehe. I see what you did there. Ich habe jetzt natürlich gleich 3 auf Inma angegriffen. Das wird die ganze Sache um einiges erleichtern. Glaube ich auch. Komm mal zu dir. Die haben auch noch 2 Geschütztürme bei sich. Kriegt doch easy. Ja. Warte mal, ich halte mal ein bisschen aufräumen, da. Geil. Ja. Sind sie jetzt tot? Fast, immer noch. So, Piranhas, fresst den Geschützturm, warum auch immer ihr das tun solltet. Ich hab, glaube ich, gerade keinen Schaden durch deine Piranhas gekriegt. Nee, dann war das wahrscheinlich wirklich nur das Reflektierte. Ja, ja, natürlich, das kann natürlich sein. Dass der direkt die Piranhas zu mir reflektiert hat. Er hat halt den Schaden zu 50% reflektiert, weil ich das gesehen habe. Ja. Ach, hier sind heiße Quellen, deshalb war das gerade so flimmerig. Tot ist das Ding. Da ist noch ein Techniker. Haut gleich mal wieder geschützt rum auf die den Pfeifen. Ja, das sind viele. Bums und Bums. Bims und Bums? Was kriegt man überhaupt als hier? Bims und Bums. Belohnung. Oh, Ektoplasma? Oh. Und die mystische Schmiede, was? Was auch immer. Ich hab vorhin als Login-Belohnung einen Schwarzlöwenschlüssel bekommen. Oh, sehr schick. Ich hab heute irgendwie noch keine bekommen. Ich glaube, weil ich gestern, weil das bei mir mit der Zeitverschiebung alles ein bisschen. Ja, ja, wahrscheinlich. Krieg ich die bestimmt erst später irgendwie. Aber naja, wenn ich dann vom Steakessen wieder zurück bin, na, hol ich mir dann meine Locking-Belohnung. So ein richtiges halbes Kilo Fleisch schön. Ah, das weiß ich noch nicht. Es gab heute reichlich zum Mittag. Ja. Ich weiß dann nicht, ob ich mir 16 Unzen reinziehen werde, aber das wird sich noch zeigen. Vielleicht nehmen wir bloß 14 oder 12. Mal schauen. Komische Einheiten. Ja, ach, das war auch sehr schwer zu lernen. Aber ich weiß, dass 16 Unzen ungefähr 500 Gramm sind. Ja. Irgendwie sowas. Ich habe aber darüber auch absolut keine Ahnung. Verstehe auch nie, warum die nie auf das metrische System umgestellt haben. Weiß ich auch nicht, es ist viel besser und viel tollerer und an 1,6 Kilometer gibt einfach keinen Sinn. Nee. Das ist genauso Fahrenheit, das ergibt keinen Sinn, das hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund, diese Einheit. Nee. Das ist einfach nur eine andere Skala von irgendeinem anderen Kunden, der dachte, hey, man kann das so anders einteilen. Weißt du, der Celsius, der hat das ja wenigstens noch nach irgendwas gerichtet. Na, nach Wasser. Der, laut der Überlieferung hat der Fahrenheit ja einfach bloß gesagt, am kältesten Tag, den er kannte, das ist jetzt mein Tag 0. Ja. Weil kälter kann es niemals werden. Dass es natürlich kälter werden konnte, das wusste der nicht. Deshalb ist Fahrenheit so. Also das ist jedenfalls die Sage jetzt, sag ich mal, darum, wie es entstanden sein soll. Mhm. Hey, hier, genau, Dingens, Celsius hat das nach Wasser halt. Schmelze, ja, genau. Und Siede. Ist auch irgendwie, ist eine, logisch irgendwie. Wichtiges Element. Für und uns so. Jedenfalls. Du hast ja auch die ganze Umrechnung im, wie auch immer, System.
ist ja ganz verkorkst. Fuß zu Meilen oder so ist ja jetzt nicht 100 oder 1000. Das Einzige, was du ungefähr nehmen kannst, ist, dass ein Yard ungefähr, glaube ich, ein Meter ist. Wenn okay, das ist, ich habe keine Ahnung. Das ist aber auch das Einzige. Es ist ja nicht mal ganz ein Meter, sondern nur ungefähr ein Meter. Ja. Ihr nervt mich, scheiß Geschütztürme. Das Einzige, was ich ja direkt umrechnen kann, ist Zoll zu Zentimeter, aber gut. Ja gut, das ist, weil man es von unserem Beruf erkennt. Also ja. Sonst wüsste ich das auch sicherlich nicht. Naja, so ist es halt. Ja, man kann nicht alles machen. Zum Glück macht die Wissenschaft und alles, machen alles in metrischen Systemen. Ja. Ja, auch besser so. Ja. Zumindest habe ich noch niemals jemanden die Lichtgeschwindigkeit in Meilen pro Sekunde ausdrücken gehört. Noch nicht. Oder töten ja übrigens viel zu viel, ich bin fertig damit. Ich bin auch schon lange fertig. Okay, geil. War das letzte? Nee, ins noch. So eine Schande. Das finden wir wieder das letzte Herzchen hier nicht. Wahrscheinlich im Vulkan. Nee, oben. Da oben, wo der Wegpunkt noch fehlt? Ja, genau. Da drin. Geh mal zu dem rechts daneben. Zerbrochener Pfeil. Mach mal. Geil. On the road. Wie wir hier innen Gebiet nach einem anderen upgrinden. Halt, übelst. Übelst. Wir haben auch schon wieder 30% der Karte. Okay, nie schlecht. Du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, weil. Ist halt so. Das ist möglich, weiß ich nie. Das kann ich aber auch ja, endlich mal sein. Meinen Kurzbogen ausprobieren. Ja. Ach nee, Zeug sammeln will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, bringt uns jetzt eh nichts. Wir wollen jetzt Herz machen. Das dampft da. Obwohl es gut und schon was bringt zum Leveln, aber. Nee. Aber ich hol mir auch mal den Wegpunkt, wenn du das schon machst da. Ja, ich denke, wir müssen sowieso hier hoch, oder? Hätte jetzt auch dann mal auf das Gebiet zu dem Herz da reinzukommen? Ich hab hier noch kein Herz, ehrlich gesagt. Also ich sehe es, bei mir okay. Ist es da. Dann hast du bestimmt einen Speer jetzt, ausgelassen. Jetzt habe ich's. Helf den Adrimal, na genau. Beim Training. Was auch immer. wo ist er denn, der Adrimal? Schrotthaufen. Die müssen wir bestimmt abgeben, die Ersatzteile. Ja. Nee, die bringen jetzt auch nicht so wirklich was. Ich quatsch mal hier den Tüftler an und red mal mit dem und sag, dass er irgendwas, was auch immer. Ich hab keine Lust zu lesen gerade, da werde ich müde, wenn ich das mache. Jetzt habe ich hier irgendeine Blitzdings schon wieder gefunden. Schlimm. Ich sammle lieber Schrotthaufen, das geht. Es dauert zwar länger, aber es geht auch. Ja, aber mit den Schrotthaufen kannst du dann die zerstörte Azura-Technik wieder reparieren. Ah, okay. Die ja noch rumsteht. Vielleicht hab ich das jetzt jedenfalls. Ja, ja. Und was gibt's sonst noch Neues bei dir? Hm? Es gibt nie wirklich was Neues. Nö. Es war schon mal spannender, aber es muss ja auch nie immer spannend sein. Das stimmt. Freue mich auch jetzt mal auf ein paar Tage, die ein bisschen entspannter sind. Zumal Nachtschicht sowieso, also jetzt gerade durch den Wechsel von spät auf Nachtschicht, kann ich heute noch schön und hab dann morgen noch einen ganzen Tag und gehe dann morgen Abend auf Arbeit. Das ist eigentlich immer ziemlich gut. Das ist cool, wie lange hast du denn da jetzt eigentlich Nachtschicht? 2 Tage. Und danach? 4 Tage frei. 4 Tage frei, das heißt, du hast am Sonntag frei. Genau, da fahre ich nach Görlitz. Warum machst du sowas? Weil ich schon lange, seit Weihnachten immer dort war. Warum machst du sowas? Weil ich schon seit Weihnachten immer dort war.
Warum bist du so ein bisschen seit Weihnachten immer da gewesen? Ja, hat sich nie ergeben. Also hatte ich. Außerdem, ich hatte seit Weihnachten, wir haben noch Januar. Also ja, ich weiß. Noch nicht mal einen Monat her. Ist. Naja, aber Sonntag dann ist es ein Monat her. Sag mal nicht so. Was bist du denn jetzt so, hä? Na, passt. Schade, schade. Jo, ich hab aber dann nächste Woche Freitag noch mal Spätschicht. Das heißt, theoretisch könnten wir da noch mal, wenn sich das ergibt. Das wird nix, weil da fahre ich nach Miami. Oh, Miami, der feine Herr. Piace. Ja, mal ein Wochenende wollten wir mal nach Miami. Weil wenn man ja schon in Florida ist, ne? Nee, ist total verständlich, würde ich auch machen. Das würde ich auch machen. Ding nicht, das ist dann wieder doof. Doof, Herz. Aber das wird schon mal vielleicht Montagabend vielleicht, da habe ich frei sowieso. Zum Beispiel. Das kriegen wir hin, ne? Das kriegen wir alles hin. Interessiert den Zuschauer ja sowieso nicht. Wir plappern nur so vor uns hin, damit ihr nicht genau seid. Genau. Während wir hier stupide leveln müssen. Smalltalk machen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich hoffe, ich level jetzt. Naja, da gucke ich mal, was der Typ hier, der Herztypi so hat. Ja. Aber wenn ich noch ein paar Schrotthaufen finde. Oh nee, was ist das denn? Eine Fackel und Eis. So, jetzt bin ich auch fertig. Heißt der echt in jedem Teil schlechter ist. Ah nee, doch, der ist in jedem um einen Punkt besser. Jetzt habe ich tatsächlich, fehlen mir mal wieder hier so, naja, 1300 Erfahrungspunkte. Ach nee, oder? Oder sowas? Ich weiß es nie. Das ist wieder Müll, was der hier bei sich hat, glaube ich. 1000. Warum habe ich die Wegmarke noch nicht? Da sind wir doch vorbeigelaufen vorhin. Ja, du bist wohl wieder einen großen Bogen draußen drum herum gemacht. Boah, es könnte sein, aber ich glaube eigentlich nie. Vielleicht reicht's mit der Wegmarke. Never know. Und bin ich eigentlich so weit hinter dir zurück jetzt auf einmal? Ja, es hat gereicht. Wunderbar. Warum du fast geistig hinter mir bist. Ektoplasma, ja, und mystische Schmiede kann man jetzt verwenden oder so? Ja, irgendwie so. Keine Ahnung, was das mit der mystischen Schmiede bedeuten soll. Wer weiß. Gold. Wir haben hier jetzt alle Herzen, das heißt, wir müssen hier jetzt suchen. Wir haben jetzt 64. Oh, wollen wir das Event noch schnell mitmachen? Was für ein Event? Weil hier gerade ein Event angegangen ist. Oh, angreifen. Angreif. Das ist immer gut. Alter, so nicht. So nicht. Ich weiß hier gerade noch nie so ganz, was der Kurzbogen für Fähigkeiten hat. Er kann schon mal schießen nach vorne. Das ist schon mal was. Und mal gar nicht so schlecht. Ja, aber der Langbogen macht mehr Schaden. Aber ist dafür langsamer, oder? Ist langsamer, glaube ich, ja. Aber die anderen Fähigkeiten sind eher so. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Eher so ein Ausweichschuss, was ich nie so mag. Tot. Irgendwas zum Verkrüppeln und noch was zum Verkrüppeln. Ach, zum Benommen machen? Naja. Warte mal, wir müssen uns aber beeilen, weil ich muss gleich los zum Steak essen. Zum Steak essen. Ja. Wir beeilen uns. Siehst du doch. 5 Minuten geht's nämlich los zum Steak essen. Naja, das passt ja. Das Coole ist, in dem Restaurant, ne, da gibt's immer Erdnüsse im Eimer. Okay.
Und die Erdnussschale, die darfst du einfach auf den Boden werfen. Das finde ich ziemlich cool. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ungewürzte Erdnüsse mag ich gar nicht so. Die schmecken mir zu langweilig. Oh ja, ich finde die schmecken halt wie gesalzene Erdnüsse, nur ohne Salz. Nur ohne Salz, genau. Es gibt ja auch diese Erdnüsse, die mit diesem, was auch immer, Gewürz eingemanscht sind. Die sind auch lecker. Nicht die Knickknacks, sondern... Ja. Sondern mit irgendeinem Paprika-Zeug. Keine Ahnung. Da klopft es nämlich schon bei mir, die alten Klopfer. Oh mein Gott. Ja, das Event ist gleich fertig. Komm, wo ist denn hier jetzt... Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Sorry, dass es ein bisschen kürzer geworden ist, aber naja, also ist es. Naja, was noch ist es ja nicht. Komm, das Event können wir noch zu Ende zeigen. Ja, na klar. Es war ja nur schon so. War ja nur so schon so ein. Wir sind gleich fertig. Jo. Wenn ich nie umfallen würde. Jetzt ist vorbei. Da war es vorbei, die Spielerei. Da fallen alles Klärchen. Ja, nice. So sollte das immer sein. Na dann, bis zum nächsten Mal, ihr Banausen. Jo, bis demnächst. Tschüss.